Den ganz großen Coup hat Kirill Anton aus Mannheim verpasst. Im Finale unterlag der 20-Jährige am Ende deutlich dem an Nummer 1 gesetzten Tim Handel mit 3:6 und 2:6. Ich denke, das Turnier hat mich einfach trotzdem müde gemacht, müder als ihn jetzt. Ich musste seit der ersten Runde kämpfen. Gut, am Ende, er hat sehr stark gespielt, er hat abgeliefert. Dagegen kann ich nichts sagen. Ne? Aber in den entscheidenden Momenten war ich einfach nicht konsequent genug. Sein Minimalziel hat er aber trotzdem erreicht. Durch den Einzug ins Finale wart er die Chance, es ins Hauptfeld des Challenger Cups Ende Januar zu schaffen. Jetzt, da ich die Wildcard für die Quali habe, ist mein Ziel, durch die Quali zu kommen. Das erstmal, und dann schauen wir mal weiter, wie die Auslosung ist. Einen Schritt weiter ist sein Finalgegner Tim Handel aus Reutlingen. Dank des Erfolgs ist er bereits qualifiziert. Ich habe ein paar Chancen liegen lassen bei seinem Aufschlag. Aber bei meinem Aufschlag hatte ich eigentlich auch wenig Probleme. Aber dann, ja, als ich dann das Break gemacht habe, dann war es echt besser, ja. Tim Handel spielte seine Stärken aus und ließ Kirill Anton bei seiner Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte keine Chance. Für den Mannheimer, der ab der neuen Saison für Schwetzingen spielen wird, überwog aber das Positive. Zumal er sich in seinem alten Wohnzimmer von seiner besten Seite zeigen wollte. Ich war hier schon mal, ne? Ich kenne hier alle, man kennt mich in der Umgebung. Das hat natürlich auch etwas Pressure gegeben im Turnier, ne? Weil alle wollen sehen, ja, was hat der Junge die letzten paar Jährchen gemacht. Muss man halt auch abliefern. Aber sonst, ich wollte schon immer hier mal mitspielen im Weltranglistenturnier. Der Challenger beginnt am 19. Januar mit der Qualifikation, in der auch Kirill Anton mitmischen wird. Der deutsche Hallenmeister Daniel Masur ist an Nummer 1 gesetzt und zählt zu den Favoriten. Tageskarten gibt es ab 10, die Dauerkarte für das Hauptturnier kostet 30 €.